Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge sind wir hierher geflogen und haben im Weltraum unsere Triebwerke reparieren müssen. Wir haben aktuell noch in den zwei Triebwerken 197 ms und verringern gerade unseren Periapsis so gering wie es halt nur geht. So. Ich bin ehrlich gesagt mal überlegen, ob wir das nicht alles... Ne? Warte mal, wir spulen mal bis hier vor. Weil es bewegt sich ja noch alles, aber vielleicht können wir direkt landen. Was natürlich mega cool wäre. Also ein direktes Send... Oh nee, das geht auf die dunkle Seite. Bedeutet, wir werden nochmal abwarten müssen. Bis wir das machen. Ein bisschen vorspulen. Schalte das wieder auf Direktkommunikation um. Wird gleich wieder umklicken. Umgeschaltet. Jetzt sind es wieder unsere Hauptsatelliten hier. Gut, jetzt schalten wir wieder um. So. Jetzt versuchen wir mal das Ganze zu reduzieren, wie nur sonst noch was. Perfekt, so vorsichtig. Niedrige, glaube ich, sollten wir jetzt nicht unbedingt. 5 Kilometer ist schon tief. Und jetzt können wir ein bisschen vorspulen, bis unsere Mann Minimal Space wieder auf der Sonnenseite ist. Das kann jetzt natürlich ein bisschen dauern, weil wir doch relativ tief über Minimus hovern. Ist das natürlich nicht die feinste Sache. Aber Minimus dreht sich relativ schnell. Relativ. Und dadurch sind wir relativ schnell wieder auf der Sonnenseite mit der Station. Und wir sind eh nur 10 Tage. Oh, 10, nur 10 Tage. Das so, das, da sind wir schon längst von der... Man mischen zurück nach 10 Tagen. Okay, eine Tour noch und dann. So, jetzt gehen wir zum Manöverpunkt. Der ist in 2 Minuten und hat eine 6 Sekunden Burntime. Und wir haben noch genug. Alter, wir haben echt noch genug Schub in diesen blöden zwei Triebwerken. Was ist denn das jetzt? Also irgendwas ist doch hier schief. Das funktioniert viel zu gut. Das funktioniert viel zu gut. Was man als Optimierung machen könnte, zwei von den Boostern zum Beispiel links-rechts verbinden, dann kann man die früher auch abkoppeln. Das wäre, glaube ich, gar nicht doof teilweise. So 26, 24 Sekunden noch. Das sollte gut klappen. Das sollte echt gut klappen. Ich bin aktuell noch überlegen, was wir als kleines Let's Play zwischendurch machen. Oder als jetzt nächstes Let's Play für die andere Season sozusagen. Wir werden jetzt langsam hochboosten hier so. So ganz gemütlich. Schauen, dass wir das alles in eins reinkriegen. So zack. Perfekt. Bisschen noch. Fünf, vier, drei, acht, sieben, sechs, vier. Perfekt. Ich habe immer noch so viel hier drin. Das gibt's doch gar nicht. Hier vorspulen. Wir
sind mittlerweile im Direct Descent. Und machen uns... Oh, ich habe glaube ich gerade Leertaste gedrückt. Habe ich zum Glück nicht. Alter, das wäre ungut gewesen. Nennen wir es so. Ach, warte, ist dadurch, dass wir mit Minus fliegen, glaube ich. Geht jetzt alles viel besser. Ich muss jetzt ein bisschen abschätzen. Okay, wir schätzen das jetzt so ab, dass wir jetzt die wegschießen. Die ersten Solarmodule stoppen. Dass wir halt auch ein bisschen geschützt sind. Zwei lasse ich da, aber der Rest muss nicht sein. Eigentlich sollte die Station direkt unter uns irgendwo aufkreuzen. Wir fahren jetzt schon die Beine aus, weil Schwerkraft macht sie nicht hier in der Schwerelosigkeit fast macht. In der fast Schwerelosigkeit macht sie nichts aus. Alter, die zwei Booster haben einen Schatten, ne? Wo ist unsere da? Wo ist diese blöde Station? Oh, jetzt lädt sie. Ah, die lädt erst rein, okay. Aber ich glaube noch nicht, dass es der Aufprall der anderen Teil ist. Ah, da ist er. Noch besser. Wir landen echt wieder gut, glaube ich. Wir landen echt gut, ja. Das wird echt wieder... Oh, das wird die neue Mega... Das waren die Booster, die hinten geknallt sind. Alter, schaut mal, wie gut wir landen. So, okay. Alter, wie nah wir wieder landen. Und da ist die Kapsel. Das war die geilste Mission ever mit dem Bohrkopf. Ey, mega geil, finde ich immer noch cool. Da ist unsere Wohnung. Alter, das ist einfach schon die mega Anlage. Also wir hatten ja schon mal eine Mega-Anlage, das darf man ja nie vergessen. Wir hatten ja auf Mann einen riesigen Plan, der halt durchs Rutschen einfach in die Hose gegangen ist. Und mittlerweile sieht man ja hier, funktioniert das echt gut. Landung ist im
Alter, wenn selbst diese Rakete viel zu leicht ist. Mercy ist ausgleichen. So, wo ist unser Wissenschaftler? Da ist unser Wissenschaftler. EVA, bitte. Ich habe den Stein für dich gefunden. Fliegen wir direkt hin. Der Techniker darf dann nachher die ganze Sachen aufbauen und der Wissenschaftler muss dann die Station in Betrieb nehmen. Man merkt schon, hier leckt es jetzt auch schon. Ich merke richtig, wie es ruckelt. Also ich bin echt froh, wenn wir die Spiele haben. Ich merke irgend so ein Ruckeln schon. Ah, es ist ein Bildsch. Ganz komisch. Von den FPS her finde ich es jetzt nicht so schlimm. Der steigt schon wieder den Boden hoch. Ist der nicht interessant für dich zum... Untersuchen und so? Scheint nicht so. Und irgendwie kann er auf der Luft auch noch laufen. Es ist Jesus! Okay. Schluss mit dem Blödsinn. Ab in die Bay, wenn du nichts kannst. Und lass die Jungs mal die... Alter, das Ruckeln, das ist echt weird. Warum ruckelt das auf einmal so? Das ist echt komisch. SS ist praktisch, habe ich gerade gemerkt. SS ist echt praktisch. Ja, vorsichtig ran. Einsteigen. So, dann ist der Techniker dran. EVA nicht verfügbar. EVA, du bist dran. Tilo, du bist Veteran, du bist jetzt dran. So, du hättest gerne. Was ist denn das nochmal für ein Teil? Alter, das ist jetzt echt uncool. Jetzt kann das nicht mit. Was ist das denn? Bedeutet, ich muss ihn fallen lassen, damit er das Zeug mitnehmen kann, oder was? Experimente Überwachung. Ich sehe es kommen, das wird eine ganz uncool Sache. Tu es für die Wissenschaft. Da oben, Alter, wir haben noch so viele Punkte hier. Wir können ja richtig noch Forschung betreiben.
Der Bug ist halt echt vorteilhaft noch, ne? So, und jetzt hat Deploy. Platzieren. Das müsste sich ja von selber aufstellen, oder? Ja. Wenn das Ding immer höher läuft, geht er dann immer nach einer Zeit auch höher? Oder wie ist das jetzt? Also es ist jetzt quasi cheaten, aber ich will es trotzdem herausfinden. Jetzt kommt. Rauf da. Rauf da. Komm schon, ist das ein Backkette? Mich interessiert vor allem, wie lange es geht. Ab wann fällt er wieder runter? Komm. Weil wenn er wirklich hochkommt, kann ich ihn bis auf wieder an die Rakete hochschicken. Kann ich. Ich kann es echt machen. Lol. Es dauert zwar seine Zeit, aber es geht. Beziehungsweise er kann das nächste Experiment nehmen. Einen kleinen Jump machen. Wupp. Und das nächste Teil ablegen. Und beim letzten Mal steigt er ein. Easy. Jetzt eh nicht. Nee, nicht gut. Knapp. Die Oberflächenproben müssen wir auf jeden Fall nehmen. Warum haben wir keine Oberflächenproben von Minmus? Ich verstehe das nicht. Den Weg, seinen Körper wieder auf den Boden zu bringen, drehe ihn im Kreis. Dann machen wir hier nicht unsere kleine Base auf mit der Überwachungsstation. Und das sollte für die Base auch reichen. So. Können wir wieder bitte runter? Dankeschön. Aufstellen ist echt nicht leicht. Du weißt ja nicht, ob der überhaupt hier was bringt, aber hey. Es baut sich auf. Hier ist eine Station. Und ich hoffe, die bringt uns wirklich Forschung, weil das wäre mega geil. Aber Leute, ich würde sagen, ich baue das in der Zwischenzeit auf. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn der Wissenschaftler das ganze Zeug aktiviert. Ich stelle jetzt alles so in einem kleinen Pattern auf, mit den Lampen und allem, dass man auch ein bisschen was sieht. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.